Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch herzlich willkommen heißen zur dritten Abschlussveranstaltung der Kommission Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie am Institut für soziale Bewegung der Hohen Universität Bochum. Mein Name ist eingeblendet und wie bin ich zum Thema gekommen? Ich bitte, mein Hintergrundbild anzusehen. Ich habe mich an diesem Thema versucht und habe meine Erfahrungen als Gewerkschaftsvertreter im Haus der Geschichte in Bonn seit nunmehr 12 Jahren zu verarbeiten. Wir haben für unseren Workshop ein großartiges Panel zusammenbekommen. Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an alle Mitwirkenden. Und ich werde unsere Panelistinnen jeweils vor ihrem Beitrag kurz vorstellen. Wir haben uns viel vorgenommen. Sie sehen die vielen Kacheln. Alle werden beitragen. Eine kurze Einleitung von mir in 3 Punkten. Erstens Museum. Die Pandemie ist eine Katastrophe für die Museen, so der große Museologe Christoph Pomian in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon Ende November letzten Jahres. Museen sind nicht systemrelevant, wie wir erfahren haben. Museen mussten für mehrere Monate schließen. Die Besucherzahlen sind schon zuvor wegen der Hygienestandards drastisch zurückgegangen. Die öffentliche Hand verschuldet sich in ganz erheblichem Maße, um die Auswirkungen der Pandemie für die Wirtschaft so weit wie möglich einzugrenzen. Was folgt daraus für die öffentliche Finanzierung der Museen bei gleichzeitig rückläufigen Einnahmen aus Eintrittsgeldern? Was bedeuten die schwarzen Wolken über der 200 Jahre alten Institution der Ausstellungshäuser? Ist die Erfolgsgeschichte der letzten 50, 60 Jahre damit beendet? Museen besitzen ein hohes Ansehen in Teilen der Bevölkerung. Sie werden als Medium zur Vermittlung von Geschichte sehr geschätzt. Und die Besucherzahlen vor der Corona-Krise waren um ein Vielfaches höher als die Besucherzahlen der Fußball-Bundesliga. Aber kann das Museum sich darauf ausruhen? Ich meine, nein. Es ist höchste Zeit, über die Aufgaben des Museums neu zu diskutieren. Kulturhistorische Museen sind nicht mehr geheimnisvolle Schatzkisten für ein kleines, elitäres Publikum. Schon in den 1970er Jahren begann der Weg vom Musentempel zum politischen Lernort für alle. Der Internationale Museumsrat ICOM arbeitet an einer Neudefinition des Museums. Das vorbereitende Komitee versteht Museen als Orte des kritischen Dialogs über Vergangenheit und Zukunft. Dieses Museum muss demokratisch, inklusiv und vielstimmig sein. Es ist Teil einer diversen Gesellschaft und explizit ein politischer Ort, der sich seiner sozialen Verantwortung stellt. Aber die soziale Öffnung des Museums ist noch nicht wirklich gelungen. Die Dominanz des Bildungsbürgertums, auch wenn es an der Ruhr ein neues Bildungsbürgertum ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich frage nur, wo sind Migrantinnen im Museum? Zweitens, Partizipation. Wenn das Museum zum Forum, zur Contact Zone, zum Begegnungsort, zum sozialen Raum werden soll, dann gehört dazu, dass es der ganzen Bevölkerung die Chance eröffnet, aus der Rolle der Konsumentin im Museum herauszutreten. An die Stelle des monologischen Belehrens im Museum muss der Dialog mit den sogenannten Laien treten. Die Subjektivität der Laien wird dann zum Orientierungspunkt der Bemühungen. Und an die Stelle der bildungsbürgerlichen Affirmation und Kontemplation tritt die Diskussion, der produktive Streit, die eigene Meinungsbildung. Und das sollte dann sogar in der musealen Repräsentation ihren Ausdruck finden. Das Museum als Forum bringt Menschen zusammen, die sich sonst nicht begegnen und kann zum Ort der Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme werden. Die Erarbeitung einer neuen Ausstellung beginnt nicht mehr mit der Anfrage der Kuratorin, des Kurators an die Sammlung des Museums, sondern mit dem Dialog mit den Menschen, ihren Objekten, die sie für ausstellungswürdig erachten. Das würde dem Museum ganz neue Besuchergruppen bescheren.
Drittens, soziale Demokratie. Die Gesellschaften der Postmoderne stehen vor großen Herausforderungen. Ein Kardinalproblem ist die wachsende soziale Ungleichheit. Das Wort der Abstiegsgesellschaft ist in aller Munde. Die politische Geschichte zeigt, dass freiheitliche, marktwirtschaftliche Gesellschaften einer sozialen Grundierung, eines sozialen Ausgleichs bedürfen, wenn sie nicht in tiefe Krisen stürzen sollen. Das Beispiel der USA ist uns allen präsent. Es ist das Anliegen der sozialen Demokratie, die soziale Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft zu gewährleisten, weil nur so eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben möglich ist. Und diese Teilhabe kann sich nicht nur auf den öffentlichen Raum beschränken, sie muss auch für die Wirtschaft gelten. Staatsbürgerschaft schließt Wirtschaftsbürgerschaft ein, Industrial Democracy, um Thomas H. Marshall zu zitieren. Gewerkschaften und die kollektiven Instrumente der Mitbestimmung und des Tarifvertrags sind die Voraussetzung dafür, dass die schwächere Position der Arbeitnehmerinnen am Arbeitsmarkt ausgeglichen wird. Die wirtschaftlichen Staatsbürgerrechte sind die Garantie dafür, dass der Verteilungskonflikt in freiheitlichen Gesellschaften nicht nur geregelt, sondern auch fair ausgetragen werden kann. Am Ende steht ein sozialer Ausgleich, der essentiell für die Akzeptanz der Demokratie ist. Es geht aber nicht nur um den Verteilungskonflikt, es geht auch um die Konflikte zwischen Einheimischen und Zuwanderern, um die Konflikte zwischen den Geschlechtern, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Konflikte und die Form ihrer Austragung, ihrer Bearbeitung und ihrer Regulierung gehören meines Erachtens in die Mitte des Kulturhistorischen Museums. Dieses Anliegen ist es wert, ein Teil der Demokratiegeschichte im Museum zu werden. Museum, Partizipation, soziale Demokratie, das sind die drei Begriffe, um die es heute geht. Soweit meine Einleitung.